Hallo an alle mitfühlenden Seelen da draußen. Willkommen zurück zum Seelenkompass-Kanal, eurem Leitfaden für die Navigation durch die verschlungene Landschaft der menschlichen Psyche. Heute begeben wir uns auf eine Reise in die Tiefen eines Themas, das so viele Leben berührt, aber dennoch von Geheimnissen und Missverständnissen umhüllt ist: die Heilung von Traumata. In einer Welt, in der oft nach schnellen Lösungen gesucht wird, werden wir uns mit ganzheitlichen und bahnbrechenden Ansätzen befassen, die sich als vielversprechend erwiesen haben und die Grenzen der traditionellen Methoden überschreiten. Vom Atemrhythmus im Yoga über die transformative Kraft der Bewegung bis hin zum ungenutzten Potenzial von Psychedelika. Nehmen Sie also Ihren Kompass in die Hand, liebe Zuschauer, und lassen Sie uns einen Kurs in Richtung Verständnis, Mitgefühl und Heilung einschlagen. Bessel van der Kolk, ein renommierter Psychiater, hat sich ein halbes Jahrhundert lang mit der Erforschung von Traumata beschäftigt. In der Anfangsphase seiner Karriere untersuchte er das Potenzial von Medikamenten, darunter Prozac und Zoloft, als Heilmittel für Traumata. Seine Ergebnisse legten jedoch nahe, dass diese Medikamente nicht die wirksamen Lösungen bieten, die er suchte. Traumata entstehen oft dadurch, wie unser Überlebensgehirn bestimmte Ereignisse wahrnimmt und darauf reagiert. Dieser ursprüngliche Teil unseres Gehirns soll uns vor Bedrohungen schützen, doch wenn er überfordert ist, kann er zu traumatischen Reaktionen führen. Bessel van der Kolk behauptet, dass die Grundlage einer wirksamen Behandlung darin besteht, den Menschen zu helfen, ein Gefühl der Sicherheit in ihrem eigenen Körper zu finden und zu erhalten. Das bedeutet, dass ein ganzheitlicher Ansatz, der sich auf das allgemeine Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit einer Person konzentriert, mehr bewirken kann als die bloße Behandlung des traumatischen Ereignisses selbst. EMDR, Desensibilisierung und Wiederaufarbeitung durch Augenbewegungen, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, kurz EMDR, ist ein Leuchtturm im Bereich der Traumatherapie. Dieser innovative Ansatz beruht auf der Idee, dass unsere Augen und ihre Bewegungen eine zentrale Rolle bei der Verarbeitung traumatischer Erinnerungen spielen können. Indem man sich diese belastenden Erinnerungen bewusst ins Gedächtnis zurückruft und gleichzeitig bestimmte, von einem Therapeuten angeleitete Augenbewegungen ausführt, kann man die emotionale Ladung dieser Erinnerungen neu formulieren und oft abschwächen. Stellen Sie sich eine Therapie vor, die sich die Kraft Ihrer eigenen Augenbewegungen zunutze macht, um Ihnen bei der Verarbeitung traumatischer Erinnerungen zu helfen. Das ist EMDR in einer Nussschale. EMDR wurde als einzigartiger Ansatz für die Traumatherapie entwickelt und besteht darin, dass Sie sich belastende Ereignisse ins Gedächtnis rufen, während ein Therapeut Ihre Augen hin und her bewegt. Das klingt einfach, ist aber sehr wirkungsvoll. Auf diese Weise kann die Therapie die Art und Weise verändern, wie diese Erinnerungen gespeichert werden, so dass sie weniger aufdringlich und emotional sind. Es ist, als würde man dem Gehirn einen sanften Schubs geben, damit es verarbeiten kann, was es vorher nicht konnte. Yoga. Yoga, das traditionell als reine Körperübung angesehen wird, geht über diese Definition hinaus und wird zu einem Heiligtum für Geist und Seele. Es betont die Harmonie von Atem, Körperhaltung und Meditation und führt den Einzelnen zu einer tieferen, intimeren Verbindung mit seinem Innersten. Die mit Yoga verbundenen Praktiken fördern nicht nur die körperliche Flexibilität, sondern auch die emotionale Widerstandsfähigkeit und geistige Klarheit. Nach den Erkenntnissen von Bessel van der Kolk könnte Yoga in der Welt der Traumatherapie einen Wendepunkt darstellen. Seine umfangreichen Forschungsarbeiten deuten darauf hin, dass die ganzheitlichen Vorteile von Yoga bei der Behandlung von PTBS die Wirksamkeit vieler konventioneller Medikamente in den Schatten stellen könnten. Diese Erkenntnis unterstreicht das tiefgreifende Potenzial alter Praktiken und ihre Bedeutung für moderne therapeutische Ansätze. Theater und Bewegung. Haben Sie schon einmal über die heilende Wirkung nachgedacht, die es hat, in die Schuhe eines anderen zu schlüpfen, und sei es auch nur für eine kurze Zeit? Bei der Theater- und Bewegungstherapie ist das nicht anders. Es geht nicht nur darum, Rollen zu spielen. Es ist ein sicherer Raum, in dem Sie Ihr Alltags-Ich ablegen und eine neue Figur annehmen können.
Stellen Sie sich die Freiheit vor, Gefühle auszudrücken, von denen Sie vielleicht nicht einmal wissen, dass Sie sie haben, und zwar durch den Text oder die Bewegungen einer Figur, die in einem Drehbuch steht. Diese Form der Therapie bietet einen kreativen Auslöser, der es Ihnen ermöglicht, Emotionen indirekt zu verarbeiten, was die Konfrontation mit und die Heilung von Traumata oft weniger entmutigend macht. Nehmen Sie zum Beispiel das Shakespeare-Programm. Oberflächlich betrachtet geht es hier um die Aufführung klassischer Literatur. Aber wenn man etwas tiefer blickt, wird man feststellen, dass es auch um die Erforschung der menschlichen Psyche geht. Wenn man einen verratenen König spielt, kann man vielleicht Gefühle des Verrats in seinem eigenen Leben verarbeiten. Oder die Rolle eines Narren könnte jemandem erlauben, seine innere Traurigkeit oder Weisheit zu erforschen. Indem Sie diese Rollen erleben, genießen Sie nicht nur die Shakespeare-Kunst, sondern begeben sich auf eine selbstgesteuerte Reise der Erkundung und Heilung, auf der Sie Ihren Gefühlen und Erfahrungen in einer sicheren, strukturierten Umgebung einen Sinn geben. Neurofeedback. Stellen Sie sich Neurofeedback wie einen persönlichen Trainer für Ihr Gehirn vor. So wie Sie vielleicht einen Fitness-Tracker tragen, um Ihre Herzfrequenz während des Trainings zu überwachen, verfolgen Sie mit Neurofeedback im Wesentlichen die Aktivität Ihres Gehirns in Echtzeit. Nehmen wir also an, Sie fühlen sich häufig überfordert oder abgelenkt. Mit diesem Tool können Sie sehen, wie Ihr Gehirn in solchen Momenten reagiert und, was noch wichtiger ist, lernen, wie Sie es in einen ruhigeren und konzentrierteren Zustand bringen können. Es ist wie die Feinabstimmung eines Radios, um Rauschen zu vermeiden und ein klares Signal zu erhalten. Warum ist das in unserer täglichen Hektik so wichtig? Nun, jeden Tag werden wir mit so vielen Informationen und Ablenkungen bombardiert. Es ist leicht, sich in diesem Chaos zu verlieren. Aber stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Gehirn so trainieren, dass es inmitten all dieses Lärms scharf und zentriert bleibt? Das ist die Magie des Neurofeedbacks. Es ist ein Fitnessstudio für Ihr Gehirn, das Ihnen hilft, die Herausforderungen des Lebens mit mehr Klarheit und Ruhe zu meistern. Psychedelika. Stellen Sie sich eine Welt vor, in der einige der umstrittensten Substanzen der Schlüssel zu tiefgreifender Heilung sein könnten. Das ist die überraschende Wendung in der Geschichte der Psychedelika. Jenseits der Partyszenen und der Tabus machen Substanzen wie MDMA, Sie kennen es vielleicht als Ecstasy oder Molly, in therapeutischen Bereichen von sich reden. Sie sind nicht mehr nur das Herzstück eines Raves, sondern werden zu mächtigen Verbündeten bei der Bewältigung tiefsitzender Traumata. Unter dem wachsamen Auge von Fachleuten bieten diese Substanzen den Menschen die Möglichkeit, aus ihrer gewohnten Denkweise herauszutreten und ihnen eine einzigartige Perspektive auf ihre vergangenen Erfahrungen zu eröffnen. Stellen Sie sich Folgendes vor: Jemand, der sich seit Jahren mit einer traumatischen Erinnerung herumschlägt, findet dank der MDMA-unterstützten Therapie plötzlich einen sicheren Raum in seinem Kopf. Er kann diese Erinnerung ohne die übliche lähmende Angst oder den Schmerz erneut durchleben. Es ist, als würde man sich einen alten, eindringlichen Film ansehen, aber jetzt mit einem Schutzschirm dazwischen. In diesem Raum fallen Klarheit und Mitgefühl leichter, und viele finden die Kraft, endlich vorwärts zu gehen und die Kapitel ihres Lebens, die sie einst zurückhielten, hinter sich zu lassen. Es ist ein Beweis dafür, dass Heilung manchmal von ganz unerwarteter Seite kommen kann. Auf unserer gemeinsamen Reise durch diese faszinierende Landschaft der Heilung und Therapie wird deutlich, dass sich unser Weg zum Verständnis von Geist und Herz ständig weiterentwickelt. Von den Rhythmen unserer Gehirnströme bis hin zu den tiefgreifenden Einsichten, die Psychedelika bieten können, gibt es eine Welt voller Möglichkeiten, die darauf warten, erforscht zu werden. Denken Sie immer daran, Wissenschaft und Therapie bieten uns zwar Werkzeuge, aber es sind unsere gemeinsamen menschlichen Erfahrungen, Gespräche und unsere Offenheit für neue Ideen, die den Weg zu Verständnis und Heilung wirklich ebnen. Vielen Dank, dass Sie mit mir in die Tiefe gegangen sind, und bis zu unserem nächsten Chat wünsche ich Ihnen alles Gute und bleiben Sie neugierig.